Meine Damen und Herren, ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Episode Hulinerd zockt und ich spiele heute für den Game Boy Color Gift. Das ist hier ein Overhead-Action-Adventure, was so ein bisschen an so Sachen wie The Legend of Zelda oder The Binding of Isaac erinnern soll. Und das ist hier von einem europäischen Entwickler namens Kryo, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Ja, und ich liege hier gerade sehr sexy auf meiner intergalaktischen Couch. Was mir hier schon mal gefällt, dass man hier die Stages auswählen kann, wie das so damals in den typischen Plattformern war. So, wer die Capcom-Teile gespielt hat von Mega Man oder DuckTales, der weiß, was ich meine. Ja, im Chat schreibt gerade jemand, dass es Kryo zu Recht nicht mehr gibt. Die haben ein paar Titel rausgehauen, die alles andere als herausragend waren. Und das ist hier eines der Ideen, die sie konzipiert haben. Ich muss auch sagen, es steuert sich hier gerade ein bisschen zäh. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, ob das irgendwelche Gummigegner sein sollen oder ob das wandelnde Kothaufen sein sollen. Nun ja, gehen wir hier mal weiter. So, und die kann ich jetzt hier, ich wollte schon sagen, kann ich die nicht kaputt machen. So, einen Schlüssel bekommen. A la Zelda. So, gucken was hier. Also, die Idee dahinter taugt mir schon. So, jetzt muss ich hier was schieben. Okay. Es müsste... Warum geht hier die Tür nicht auf? Was soll das? Okay. Gut. Oder nicht gut. Die Musik nervt mich gerade ein bisschen. Und warum stirbst du nicht? Ach so, ich kann springen. Das ist... ein nettes Feature. Kann man ja nicht unbedingt in allen dieser Overhead-Action-Adventure-Sachen. Das kostet mich bestimmt Energie, wenn ich da durchgehe, aber deswegen lasse ich es einfach. Okay. Ja, der Schatten, es wird gerade im Chat angemerkt, der Schatten macht einen fertig, weil der so flackert. Nun, da hat man mit Sicherheit jetzt nicht die besten Sprites gewählt. Ich kann mir vorstellen, dass die zwei Farbtöne nehmen wollten für die Schatten. Und deswegen flackert es jetzt vor sich her. Gehe ich jetzt da lang oder gehe ich erst da oben lang? Natürlich respawnen die Gegner. Und natürlich bin ich jetzt schon Game Over. Das Spiel nervt mich jetzt schon. Aber großartig viel Gameplay gab es dazu bisher noch nicht auf YouTube. Deswegen fühlte ich mich dazu bewegt, dazu ein Video zu machen. Und warum kann ich in diese Level noch nicht rein? Ach, das heißt, ich muss erst das erste Level machen, damit ich überhaupt in die weiteren Level komme. Dann ist das Bullshit, was ich vorhin erzählt habe. Man kann ihn noch gar nicht auswählen. Dann muss ich hier wieder diese... mich an... Kothaufen erinnernden Gegner platt machen. Ja, im Chat wird gerade angemerkt, dass die das erste Dune-Spiel gemacht haben, also Kryo oder Kryo. Das ist richtig, aber das erste Dune-Spiel war nicht so gut wie das legendäre von Westwood, woran sich heute noch viele RTS-Titel orientieren. Mein Gott, ist das schlecht designt? Ich meine, ich stehe auf diese Art von Spiele, aber... Ei, ei, ei. Vor allen Dingen diese... Ja, ich
muss jetzt hier irgendein Item suchen. Ja, es wird gerade auch angemerkt, dass es schon öfters erwähnt wurde, dass Quayo das erste Dune gemacht hat, aber es kaum einer gespielt hat. Das ist. Achso, oder meinst du jetzt hier wegen dem Westwood-Titel? Entschuldige. Also den Westwood-Titel, den sollten schon einige gespielt haben. So, ich kann hier irgendwie nichts machen. Das heißt, ich muss wohl irgendein Item suchen, um hier weiterzukommen. Kann ich hier irgendwie was machen? Ja, ich habe einen Schlüssel, aber wo setze ich diesen Schlüssel ein? So, hierfür brauche ich bestimmt irgendwelche Bomben, um dran zu kommen. Achso, oh, die Lichtschranke hat sich aufgelöst. Das heißt, hier kann ich weitere Kotbatzen schlagen. Ja, sorry, aber das sieht doch echt aus mit der braunen Farbpalette wie scheiße. Ich weiß nicht, ob man hier noch ein Schild bekommt. So, und ich bin jetzt schon. Ey, mich regt dieses Spiel jetzt schon auf. Ich habe nur drei dämliche Herzen und muss damit hier diesen kompletten Dungeon in Anführungszeichen bestreiten. Also, vielleicht kann ich der Idee von dem Spiel was abgewinnen, aber aktuell finde ich diese Umsetzung nicht so ganz tauglich. Ich bin noch drauf. Warum? Was muss ich denn hier noch machen? Ach so, das ist der Schlüssel. Ah, okay. Oh, mir schauen gerade echt ein paar Leute zu. Und das um die Uhrzeit. Ich bin hier irgendwie mittags. Ich weiß gar nicht, wie spät wir haben. 13 Uhr bin ich am Stream. Ich sag einfach mal Hallo, weil ich jetzt gerade keine Übersicht habe, wer mir alles zuschaut. Sollte mir mal einfach einen zweiten Monitor zulegen. Dann habe ich hier auch mehr Sichtfelder. Weil ich habe hier gerade alles nur auf dem Laptop. Und 1000 Fenster ist halt dann so ein bisschen schwierig, da so das so zu packen, dass ich dann die Übersicht habe, wer alles im Chat ist. Ich sehe zwar den Chat, aber ich habe das jetzt so gestreckt, dass ich jetzt nicht sehen kann, wer alles im Chat ist. Ist halt ein bisschen blöd. Ja, es wird gerade angemerkt, dass die Sprunganimationen ziemlich hässlich sind. Ja, das liegt aber auch an diesem komischen. Ich weiß gar nicht, was soll Gift eigentlich sein? Karamellmonster? Ein Gummimonster? Weil für einen Teufel hat er zu kleine Ohren oder Hörner. So, was muss ich denn hier noch machen? Was habe ich denn eben gemacht? Ach ja, stimmt, ich konnte da doch irgendwo links lang. Genau. So, und dann löst sich auch die andere Lichtschranke. Und ich habe noch meine drei Herzen. Das sieht doch jetzt schon besser aus. Ey, ohne Scheiß. One-Hit-Death. Was ist das für eine Scheiße? Das ist doch richtig mies. Ja, im Chat wird gerade vermutet, dass es ein Dämon sein könnte, dieser Gift. Würde Sinn machen, ja. Aber es ist nicht der Daredevil. Wobei, erinnert schon so ein bisschen dran.
So, jetzt runtergeschoben. Vielleicht schaffe ich wenigstens das eine Level hier. Irgendwie habe ich schon gar keine Lust mehr auf dieses Spiel. Ich wollte gerade sagen, der Gegner ist mir jetzt auch egal und dann springe ich voll in die Schlucht rein. Ist doch nicht... Ich habe schon gar keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Ja, das war The Gift für den Game Boy Color. Ein alles andere als spaßiges Overhead-Action-Adventure und ich werde mir jetzt ein anderes Spiel schnappen, was ich noch spielen wollte. Danke für die Aufmerksamkeit.